bin Kai Hühnemörder, leite den Energie- und Umweltbereich hier im Elbcampus in Hamburg-Harburg. Wir qualifizieren Fachkräfte für alle Fragen der Gebäudeoptimierung und erneuerbare Energie. Bei uns werden Heizungsexperten ausgebildet, aber auch Fachkräfte für alle anderen Bereiche der erneuerbaren Energien. Unsere Themen reichen von der Solartechnik über die Heizungsoptimierung bis hin zur Windenergie. Gerade für Schornsteinfeger ist es sehr interessant, im Bereich der Energieberatung auch einen zweiten Schwerpunkt zu setzen, indem etwa ein Gebäudeenergieberaterkurs oder ein Referent für Arbeitsschutz, Umwelt und Qualität doch draufgesattelt wird. Unsere Dozenten unterrichten sehr praxisnah an funktionierender Anlagentechnik. Ein Schwerpunkt ist sicherlich die Heizungstechnik. Hier haben wir von allen Herstellern die aktuelle, aber auch die älteren Anlagen, die sich heute noch in vielen Kellern befinden. Gerade im Bereich der Solartechnik muss man zuerst unterscheiden zwischen Photovoltaik und Solarthermie. Unsere Dozenten schulen nebenbei natürlich auch die korrekte Installation einer Anlage mit Wechselrichter, mit entsprechenden Speichern oder eben auch mit den Solarpanels. Hier im Elbcampus verbindet sich das traditionelle Handwerk mit Ausbildungsmöglichkeiten für die erneuerbaren Energien. Wir machen Betriebe fit in allen Fragen der erneuerbaren Energien. Die Energiewende kommt. Wir müssen uns unabhängiger machen und wir müssen Ressourcen schonen und, wenn es geht, uns im Inselbetrieb bewegen und uns umweltfreundlich nachhaltig verbessern. Mein Name ist Nick Zippel, ich bin hier Geschäftsführer der Firma Sager und Deus und der Firma Paul Oblender. Und ich bin der technische Geschäftsführer, der sich letztendlich um die Philosophieumsetzung unseres Unternehmens kümmert. Wir haben seit 9 Jahren das Credo, dezentrale Energie beim Bürger, für Bürger zu produzieren, damit die Netze zu entlasten. Wir schauen, was für Stromverbräuche und was für Wärmeverbräuche du hast. Und dementsprechend überlegen wir uns, ob eine Photovoltaikanlage, wie wir sie im Hintergrund sehen, oder eine Solarthermieanlage oder ein kleines Blockheizkraftwerk passt. Heutzutage ist zum Beispiel aber auch zusätzlich der Stromspeicher sehr, sehr wichtig und ein guter Wärmespeicher. Der Elbcampus ist der grüne Arm in Hamburg, ne, der uns Handwerksfirmen unterstützt, uns in bestimmten Bereichen auch fortzubilden. Wir haben sehr, sehr viele tolle Mitarbeiter und wir haben das Glück, seit vielen Jahren jetzt schon nicht viel suchen zu müssen, sondern die Leute kommen zu uns und wollen hier arbeiten. Immer mehr Leute verstehen, wie wichtig das ist, selbst den Strom zu produzieren, selbst die Wärme zu produzieren und sie nicht mehr wegzulassen aus dem jeweiligen Gebäude und sich so unabhängig zu machen. Die Energiewende kommt.